Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS19 auf der PlayStation 4 auf der wunderschönen Karte La Coronella. Und ich bin gerade beim Händler. Nein, ich glaube, ich brauche keinen Rasen mehr und ich brauche auch keine Technik, um meine Felder zu bewässern. Noch nicht. Aber was ich brauche, ist eigentlich Geld. So, da steht unser neuer Trecker. Den haben wir das letzte Mal ja da gekauft. Und jawohl. So. Und ich habe gemeint, wir verkaufen das Teil hier. Da gibt zwar nicht mehr allzu viel dafür, aber wir haben jetzt was Neues, Schickes. So, das Ding geht mal zurück. Gucken, was wir da noch für bekommen. Knapp 100.000. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir brauchen nämlich noch ein Schneidwerk für unseren Drescher. Meine Güte, ist das Ding laut. So. Und zwar haben wir da unseren schönen New Holland Drescher mit Tiger-Lackierung. Ja. Und ja, wir werden mal im Shop schauen, damit wir da auch noch das passende Schneidwerk organisieren können. Wir haben noch das alte bei uns oben auf dem Hof zu stehen. Da kriegen wir sogar noch was dafür. Und jetzt muss ich mal gucken. Ah, genau. Ich wollte ja so ein Klappschneidwerk nehmen. 7,20 Meter, das wäre natürlich perfekt. Und nein, ich schneide nicht. Mein Hund liegt hier und der macht halt einen riesen Lärm. Sechs Meter. Ja, ich glaube, wir nehmen das. Steht eigentlich da, wie viel PS das Ding braucht, oder? Nö. 7 Meter. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Ist gerade noch ein Tick breiter. Ich glaube, wir nehmen das einfach. So, das Ding hat auch so einen geilen Sound. So, wir lassen das einfach mal da liegen und machen das neue ran. Und dann klappen wir das mal aus. Wir wollen natürlich sehen, wie das aussieht. So, jetzt haben wir da auf jeden Fall richtig coole Technik. Das ist doch eine gute Arbeitsbreite, würde ich sagen. Ja, ich muss erst den Drescher aufklappen. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie noch einen Auftrag abgeschlossen. Feld 6 ist abgeschlossen. Jawohl, okay. Dann können wir noch gucken, ob wir irgendwie was anderes ernten können. Feld 1 wäre zum Ernten. Was ist mit Feld 2? Feld 2. Ich weiß zwar nicht, wo es ist und ob wir irgendwas anderes vorhatten. Feld 2 ist da ganz hinten in der Ecke. Da ist Gerste zum Dreschen. Ja, dann fahren wir mal dahin. Jetzt mit dem
Das scheint ein bisschen schwer zu sein, oder? Hat ein bisschen Gewicht auf der Vorderachse. So, wir wollen aber... warte, jetzt kommt da noch einer. Mann, wieso kannst du denn nicht warten? Ja, erstmal in die Karre fahren und dann blöd hupen. So, vielleicht ist der Drescher einen kleinen Tick zu groß. Aber wir brauchen halt große Technik. So, und ich habe das Schneidwerk vorne dran. Dann sehe ich auch direkt, ob ich es verloren habe oder nicht. Oh, jetzt fängt es wieder an. Es ist irgendwie noch nicht ganz gut manchmal hier mit der Karte. Und Innenansicht ist doch manchmal, gerade beim Fahren, hier auf der Straße finde ich es ganz cool, aber das flackert da. So, ich glaube, wir müssen immer geradeaus. So, die Autos machen eigentlich genug Platz, nur die LKWs sind auch noch ein Problem. So, La Coronella. Die Karte, die erste Karte auf der PlayStation mit Industrie. Wir haben sogar schon einen Käse hergestellt. Den muss ich euch nachher noch zeigen. Ein Käse ist schon fertig. Ich habe auch noch nicht so viel Milch von den Kühen, aber ein Käse ist fertig. Oh, warte mal, irgendwo hänge ich. Hier ist aber ein bisschen eng hier. Aber geht, 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 geht. So, das muss irgendwo hier hinten sein. Da ist das Feld. Oder? Bin ich richtig? Ich bin noch gar nicht da. Meine Güte, wie groß ist denn die Karte, bitteschön? Mal, ich muss hier abbiegen. Und das mit dem Riesenteil hier. Warte. Hier ist aber wirklich jetzt ein bisschen enge. Also größer darf der Drescher hier nicht sein. So, jetzt aber am Ende von dem Weg hier muss das Feld sein. Hier auch sehr schön. Müssen wir kurz mal gucken. Naja, obwohl, so schön ist es nicht. Den Bürgersteig wollte ich eigentlich begutachten, der sah so ein bisschen speziell aus, aber... So, ich glaube, hier sind wir richtig. Jawohl, das ist das Feld. Ich muss das Teil aufklappen. Und ich muss natürlich das Schneidwerk aufklappen. So, gibt 5000 dafür, können wir uns wieder eine Kuh kaufen. Boah, der wirft das aber breit. Das Stroh. Okay, 7 Meter Arbeitsbreite. Ich glaube, das ist ganz okay. Genau, wir können noch das andere alte Schneidwerk verkaufen, was wir noch auf dem Hof haben. Das würde auch noch mal ein bisschen Geld bringen. Und
Ja, vielleicht unser Geld in die Kühe investieren. Oder? Jetzt haben wir 52.000. Wir wollten ja noch ein Stück Land kaufen. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob wir das schon gemacht haben. Vielleicht wollt ihr auch erst auf dem Stück Land dreschen. Aber es sieht schon richtig cool aus hier auf der Karte, muss ich sagen. So, ich will auch nicht den ganzen Zeit hier selber dreschen, aber boah, guck mal, wie schön das Feld ist hier am Hang gelegen. Meine Güte, das ist ja auch noch so das Coole bei der Karte. Muss ich jetzt gerade wieder unterbrechen, aber das macht hier auch so ein bisschen das ganze Flair aus. Und hier der Fluss, den habe ich erst gar nicht gesehen, da geht hier noch durch. Wenn ich da weiter schwimme, komme ich bis zu den Gewächshäusern, würde ich mal sagen. Die mir natürlich auch einiges Geld einbringen. Fahren wir hier richtig den Berg hoch. Das ist übrigens, hat der Drescher gar nicht so viel PS. Das ist der mit dem kleinsten Motor. Ist aber auch gleich voll. Ich weiß gar nicht, ob ich das rum schaffe. Ist gar nicht so ein kleines Feld. Dafür gibt es bloß 5000. Okay, wir kriegen den Ernteüberschuss auch noch. Und jetzt hoffe ich, damit mein neuer Anhänger auch dafür ausreicht. Das auch hier sind, hier ist kein Feld eckig, die haben alle runde Kanten, die sind zwar sehr rechtwinkel oder rechteckig oder helferfreundlich, wenn man da so erstmal drumherum gefahren ist, aber es ist wirklich keine eckige Kante hier drin am Feld, würde ja auch mit dem Flug gar nicht so machbar sein, geschweige denn mit der Seemaschine. Sehr schön vom Mapbauer mit überlegt. So, jetzt sind wir einmal rum und Tank ist bald voll, 10.000 Liter. So, jetzt weiß ich aber nicht. Jetzt wird der wahrscheinlich komplett quer fahren, so wie es aussieht. Ja, es ist genau so. Wir würden den da kurz stehen lassen und das ist mal ein Teil. Ich mag ja den Auspuff hier, dieses blanke Rohr.
Was für ein geiles Teil. Der Sound alleine ist schon bombastisch. So, danach gehen wir zum Hof und dann zeige ich euch mal den Käse, den wir bis jetzt produziert haben. Also ein Käseleib. Geiles Teil. So. So, ich glaube, der fährt eh schräg durch. Wir lassen ihn einfach fahren und werden nachher schauen. So, und da sind wir nämlich schon auf dem Hof. Der ist hier in der Werkstatt. Der hat hier Zwillingsbereifung, Zwillingspflegebereifung hinten drauf bekommen. Und jetzt gehen wir mal hier im Käse-Dingens. Es hat nämlich einiges geändert. Wir haben jetzt hier nicht mehr so kleine Tore, wir haben jetzt große Tore. Und jetzt haben wir Paletten hier zu stehen. Vorher war hier so ein Tisch und so ein Käse-Dingens da, wo man dreht und das nachher da Käse produziert. Und das ist das erste Stück, was wir da haben. Mehr haben wir noch nicht. Es gab natürlich ein Update für die Karte. Hier war auch noch mal Regale drin, wo ich denke, ich hätte alles per Hand einlagern können. Ist aber wahrscheinlich bei den meisten nicht so gut angekommen, vermute ich mal. Nur eine Vermutung, weil das natürlich recht mühsam ist. So, okay, das. Und da können wir zwar die Milch einlagern. Auf dem Hof ist jetzt momentan gar nicht so viel. Wir schauen jetzt mal zu unseren Feldern, bitteschön. Wir haben die 5. Die 5 ist eigentlich erntereif. Die hätte ich wahrscheinlich ernten wollen. Die 10 haben wir Gras drauf. Und die 4 wollte ich immer noch kaufen. Und was ist denn auf der 5 eigentlich drauf? Raps. Wir könnten eigentlich, wenn wir da fertig sind, noch die 5 machen. Das wäre eigentlich ganz gut. Da muss ich jetzt, glaube ich, hinfahren. Okay. Wir gehen jetzt aber noch hier zum Stall. Da steht nämlich unser John Deere. Und der macht, sollte eigentlich
Mist aufladen, damit wir da Mist haben für die Gewächshäuser, aber das sieht erstmal noch nicht so aus, ob es da groß Mist produziert wird. Naja, so gut wie nichts. Es ist ein bisschen was drin, aber das zählt eigentlich fast gar nicht. So, wir gucken aber mal, was den Kühen fehlt. Mischration, okay. Das ist klar. Stroh haben sie auch nicht mehr viel und produzieren tun sie, haben sie jetzt gerade mal 139 Liter Milch produziert. Wir haben auch bloß 19 Kühe. Ich glaube, wir müssen da noch ein, zwei kaufen. So, haben wir noch mal 4 dazu gekauft. Ja, so sind sie, hä? Die sind neu, die Kühe, die wissen das noch nicht, damit hier. Und wenn du weiter so hupst, ja, siehst du, jetzt weiß der nicht mehr, wo er hin muss, die Kuh. Links, rechts, wenn du noch weiter hupst, dann reiß ich dir die Hupe hier vorne aus dein Scheinwerferglas mit raus. So, jetzt mach dich von Acker und hup nicht die Kühe an. Okay, den habe ich aber mal ordentlich die Meinung gegeigt. So, ansonsten haben wir hier ja nicht so viel zu tun. Ja, super. Hauptsache mein Hund schnarcht schön. So, 23 Kühe. Mehr können wir uns nicht leisten. Jetzt ist die Frage, brauche ich die Schaufel beim Hof oder brauche ich sie bloß hier? Hier brauche ich sie zum Mist aufladen. Ich lasse sie mal hier. Auch wenn es länger gehen könnte. So, ich glaube, hier wäre eigentlich so ein schöner Platz, um Ballen zu lagern. Ich warte ja noch, bis das Strohbergungs-Addon jetzt auch für die Konsole raus ist. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, gab es das auf jeden Fall noch nicht. Das kann natürlich beim Veröffentlichungsdatum, kann das natürlich schon wieder ganz anders aussehen. Aber ich muss ja ein bisschen vorproduzieren, damit ich da nicht so Stress habe. Kann ja nicht jeden Abend da erst die Folge aufnehmen für den nächsten Tag, auch wenn das natürlich viele von euch, glaube ich, denken. Aber das ist meistens schon, wenn ich es schaffe, schon eine Woche vorher im Kasten. So, jetzt möchte ich aber zum Hof und jetzt möchte ich noch das Schneidwerk verkaufen. Und die Milch geben wir natürlich auch ab. So, ich kann hier geradeaus weiter.
So, die Abkürzung durch den Wald. Oh, warte. Hier ist aber irgendwie mit einem Update ganz was schief gegangen. Schaut euch das mal an. Wahrscheinlich ist die Karte kaputt und ich hätte von vorne anfangen müssen. Ist da noch mehr schief gegangen oder was? War das schon immer so ein großes Silo? So, läuft. Muss das hier irgendwo hinbringen, hätte ich gemeint. Muss ich jetzt immer noch oben anschalten oder ist das auch gegessen? Jetzt habe ich gar keinen Schalter mehr gesehen. Hier war doch letztens noch irgendwo so ein komischer Schalter. Ist das jetzt alles weggefallen oder wie? Komisch. Letztes Mal konnte ich es ja hier abladen. Jetzt zeigt er mir nichts mehr an. Wahrscheinlich ist es komplett kaputt. Ich muss von vorne anfangen. Milch. Hier? Das ist aber ein bisschen komisch. Wieso muss ich hier die Milch abladen? Das sieht eher aus wie Benzin. Okay, wir lassen es mal so laufen. Vielleicht weiß ja einer von euch, was hier eigentlich auf der Karte los ist. Da ist überall Milch. So, das kommt noch weg. Okay, es darf nicht runterfallen, das wäre natürlich blöd. So, und ich brauche unbedingt ein bisschen mehr Land.
damit ich da auch ein bisschen was noch anbauen kann. Ich muss auf jeden Fall selber Stroh produzieren können, Heu, Silage. Das wäre schon alles wichtig. Jetzt verliere ich noch zum Schluss. So, 28.000. Naja, besser wie nix. 3.500. Jetzt sieht schon gar nicht so schlecht aus. Was hat jetzt das Feld Nummer 4 nochmal gekostet? Okay, da kriegen wir vielleicht noch zusammen irgendwann, wenn wir da nicht allzu viel Blödsinn machen. Also ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao ciao.